Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in Russian Fishing 4. Heute mal wieder schön entspannt mit der Pose unterwegs. Und vielleicht erkennt man es auch schon. Ja, ich bin mal wieder am Koori. Ich hatte ja einige Tage Pause gemacht von dem Gewässer, nachdem das Gewässer frisch rauskam und man an allen Ecken und Kanten viel rumprobiert hat und sich das Gewässer vielleicht erstmal ein bisschen gefunden hat. Jetzt teste ich hier nochmal schön auf am Koori. Auf die Koori-Fältchen. Und die Koori-Fältchen, ja, ich habe sie lange nicht gefangen und hier gerade eben tatsächlich auch schon das erste dran gehabt. Ganz entspannt hier auf den kleinen Match oder auf den Matchrouten. So klein sind sie ja gar nicht. Und jetzt mal gucken, ob da noch was geht und ob da noch ein bisschen mehr geht. Es ist gerade sehr unruhig hier. Ich weiß gar nicht, ob das am Wind liegt oder ob es... Hoppala. Da ist was dran. Oder ob es daran liegt, dass die... Jawohl, und geht rein. Ach, was haben wir denn dran? Eppa, Alter, eine fette Zwergmarine. Die nächste mit 400 noch was Gramm. Sehr, sehr schön, ey. Oder ob es halt am Gewässer liegt, dass das Gewässer so am rumwiggeln ist. Eigenartig, ne? Bisschen eigenartig, aber bisher sieht es ganz gut aus. Es kommen ein paar ganz gute Fänge rein. Und ich teste halt jetzt hier erstmal schön entspannt. Drei verschiedene Tiefen und komplett die gleichen Köder. Aber auch unterschiedliche... Ach, was ist das denn? Ach, du Schande! Nö! Was war denn ditte? Alle drei gleichzeitig? Das habe ich ja noch nicht erlebt. Das ist ja ein Dingen. Und nicht gehakt. War immer noch dran. So, jetzt machen wir mal auf hier. Hier ist auch nicht gehakt. Auch wieder auf. Und auf der dritten, da ist was dran. Hängen geblieben. Abgefahren, das ist ja witzig, ey. Alle drei gleichzeitig, wie verabredet, irgendwelche winzigen Zwergmarinen wahrscheinlich. Krass. Ja, das passiert, ne? Das passiert, ey. Aber ist geil. Ich habe in letzter Zeit irgendwie Spaß auch hier mit den Posen rumzuhantieren. Wir hatten ja zuletzt so ein schönes Turnier aus der Community veranstaltet für die Community. Sehr, sehr geile Aktion. Auch da wieder schön mit Pose. Ich glaube auf A1. Mit Pose am Windenbach nochmal Gas gegeben. Und da, zack. Jawohl. Und danach waren wir ja nochmal am Bilaya. Das ging auch ganz gut. Ja, und jetzt halt nochmal ein bisschen rumprobieren. Ah. Viele Zwergmarinen, ey. Aber ich bin auch ganz zufrieden wegen der Größe, ne? 6er Haken habe ich hier. Und da ballern die gut rein, ey. Gucken wir nochmal eben kurz in den Kescher. Guck mal hier, ey. Sag mal, der hier kann weg. Den werfen wir mal weg, so. 400, 400, 300. Die sind alle ganz gut, ey. Gleich nochmal gucken, ob es da Kaffeeaufträge für gibt. Für die etwas größeren. Und wieder auf A1. Da ist wieder was am Zuppeln. Ja, man sieht es ein bisschen schlecht. Ne? Ich weiß nicht, ob man vielleicht an der Grafik was einstellen müsste. Die ganzen Stippenpros, die ja die ganze Zeit immer nur aufs Wasser glotzen, die haben die Einstellung ja irgendwie immer sehr weit runtergestellt. Auch so mit den Lichtspiegelungen und so was alles. Dass die gar nicht irgendwie großartig geblendet werden. Zack, auf A1. Und gehakt, jawohl. Ja, wie in vielen anderen Videos auch schon erklärt. Okay, da hat er nicht mehr gehakt, das war zu spät. Letzten Endes mache ich nichts anderes als schnelles Einkurbeln und danach die rechte Maustaste. Von Entfernung habe ich jetzt hier einfach mal alle drei so auf 20 Meter rausgeworfen und bin hier auf 2,30 Meter, 2,40 Meter, 2,50 Meter, war das so? 2,30 Meter, 2,50 Meter, 2,60 Meter, glaube ich, so haben wir das. So habe ich das, genau.
Also die drei verschiedenen Tiefen. Ich werfe den nochmal wieder ein bisschen weiter raus. So. Zack. Jawohl. Die wirft immer richtig gut hier. Schnurclip ist drin. Schnurclip finde ich sogar ganz gut bei der Match. Man sieht das hier. Zack. Ne? Das war jetzt gerade der Effekt. Machen wir direkt nochmal. Also Schnurclip. Die Route fliegt halt so weit. Oder die Pose fliegt halt so weit raus. Zack. Man stellt ab. Der Schnurclip spannt jetzt quasi noch die Schnur. Aber sobald da jetzt gleich ein Fisch dran geht, löst sich quasi der Schnurclip und die Schnur fällt runter. Perfektes Anzeichen immer dafür, dass ein Fisch dran ist. Funktioniert halt, ja, eigentlich nur, wenn es halt wirklich windstill ist, auch richtig und natürlich keine Strömung dran ist und so, dann geht das, dann macht das natürlich auch nur Sinn, ne? Gerade auch, wenn man so auf Karpfen aus ist, da kann man das auch immer wieder gut sehen. Und sobald da, wie gesagt, die Schnur runtergeht, zack, ist dann irgendwo ein Fisch dann zugange und versucht da was zu beißen. Ja, von der Frequenz her bisher noch nicht so mega gut, ist mir aber auch tatsächlich gerade nicht so wichtig, weil das ist wieder so ein Angeln auf Exoten. Da geht es mir einfach nur darum, dass ich hier diesen Exoten endlich mal fange. Das Koori-Fältchen ist ja tatsächlich gar nicht so häufig. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass man das schön rauskloppen kann. Mal schön hier auf Pose, denn ein schöner Fisch, der auch dafür geeignet ist. Aber bisher leider noch nicht. Ja, gehen wir nochmal eben ein bisschen auf Setup ein. Ich glaube, dazu mache ich mal den Bügel zu. Dass wenn da jetzt was dran geht, es dann vielleicht auch automatisch hakt. Vielleicht haben wir ja Glück. Also, gehen wir mal rein hier. Und schauen uns das Setup an. Natürlich die fetten Matchrouten, die ich habe. Die drei verschiedenen. Aber man kann sich natürlich auch hier ganz entspannt mit Stippe ist vielleicht ein bisschen zu wenig, ne? Aber mit einer Bollo kann man sich hier wahrscheinlich gut hinstellen. Ich habe auch hier nur 19 Kilo als Hauptschnur drauf. Auch das könnte natürlich deutlich kleiner sein, damit ich mehr Meter Schnur drauf habe. Aber das sind hier entspannte Monos, wo der Verschleiß da nicht so hoch ist. Deswegen hatte ich die gewählt. Und dann natürlich hier deutlich kleinere Schnur bzw. Vorfächer drauf. Monophile getarnte Schnur als Vorfach. Die ist einmal drauf. Also die farbige grüne in 0,16 mm Stärke. 3 Kilo Tragfähigkeit satt, 6er Haken auch hier drauf und bei der zweiten, hoppala, direkt wieder runter. Na, genau, nachgespannt. Und bei der zweiten sieht es dann so aus, dass ich natürlich wieder das Microbraid verwendet habe. Einfach eins der geilsten Materialien im Game, 0,04 mm dünn. Und da natürlich einen Vorfach draus gebastelt. 2,8 Kilo Tragfähigkeit, wenn man sich überlegt, so ein Koori-Fältchen mit über 4 Kilo ballert dann natürlich hart rein. Das heißt, ich gehe aggressiv hier rein in den Drill und will auch tatsächlich dann den Drill. Ich will es provozieren sozusagen, dass da vielleicht was sehr Scheues reingeht. Deswegen die super dünne Schnur. Relativ großer Haken mit einem 6er. Einfach mal getestet und da scheint auch gerade was dran zu sein. Zumindest ist die Pose gerade weg, kommt aber auch gerade wieder hoch. Und dann geht die 1. Nicht gehakt. Leider nicht gehakt. Na, gucken wir gleich nochmal. So, das dritte Ding habe ich dann hier mit dem geflochtenen Material. Das ist dieses geflochtene Karpfenmaterial, Vorfassmaterial. Auch relativ dünn, 0,146 Kilo Tragfähigkeit, das ist natürlich ziemlich robust hier. Einen 5er Haken, ich habe einfach mal den gewählt, ich hatte leider keinen anderen. Ich wollte mal ein bisschen kleiner noch dran gehen, bisschen größer noch dran gehen, etwas testen, einfach auch da mit den Haken rumprobieren und dann
Ja, auch hier wieder die gleiche Köder-Kombi. Und dann gib ihm. Die große Frage ist natürlich, wo geht's am ehesten? Ich denke, ich werde tatsächlich doch nochmal in die andere Richtung gehen, weil auf den größeren Haken beißt derzeit irgendwie fast gar nichts. Das heißt, ich werde tatsächlich gleich nochmal ein bisschen kleiner dran gehen und gucken, ob da nicht noch ein bisschen was reingeht. Denn selbst wenn es nur die Zwergmaränen wären, wäre es ja nicht so schlecht. Würde ich ja mitnehmen. Nur die Zwergmaränen. Besser wäre natürlich so ein richtig schönes Koori-Fältchen. Das wird schon schmecken. Aber, oppala, da geht's schon wieder los. Aber auch, wie gesagt, die Zwerge nehme ich natürlich auch gerne mit. Doch gehakt. Kann ich eigentlich noch? Ja. Aber das ist dann echt... Oh, oha! Okay, schlagen wir nochmal an. Das ist doch nett. Gucken wir mal, was es ist. Es können natürlich auch irgendwelche Forellen und sowas mit reingehen. Oder Saiblinge, ne? Also, durchaus möglich, dass wir hier was Dickeres dran bekommen. Ich gehe mal die Bremse so hoch. Ei, ei, ei. Harte Kopfschläge. Okay, höher gehe ich mit der Bremse nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten. Ei, 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 ei. Das ist aber geil, ey. So, ich versuche mal so ein bisschen links rüber. Die beiden anderen Routen machen ja auch Theater. An beiden zuppelt es schon rum. Da ist der Bügel zu. Hier ist der Bügel noch offen. Soll ich mal eben abstellen? Ungern, ey. Okay, lassen wir es einfach so, wie es ist. Oh, das wird aber noch dauern, ey. Der hat noch richtig Bock. Der hat noch richtig Bock, der Fisch. Und ich habe auf meinem Trinken-Slot, glaube ich, eine Route gelegt. Ei, 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 ei. Okay, dann lassen wir ihn erstmal ein bisschen laufen. Ich meine, das kann halt noch ein bisschen dauern. Ei, ei, ei. Weißt du was, wir machen das mal eben. Doch so zu. Dann nochmal anschlagen. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht ausschlitzt. Aber dass zumindest die beiden anderen dicht sind vom Bügel und nicht irgendwie leer gezogen werden. Vielleicht hakt er ja auch noch gleich parallel was. Wäre nicht so schlecht. So. Lassen wir den Fisch mal da hinten schön in der Ecke. Da kann er rumspielen. Da hat er Platz. Man sieht aber nicht zufällig was, oder? Ich meine, das Wasser ist ja übelst klar. Das wäre schon geil, ey. Nee. Partout nichts zu sehen. Okay, jetzt ein bisschen hier rüberziehen, dass er mir nicht da ins Offene reinrennt. Sonst muss ich auch noch rennen hier und quer über den Platz joggen. So, ruhig. Wird schon, ja. Alter, 2,8er Vorfach. Du hast es nicht anders gewollt, Alter. Du hast es nicht anders gewollt. Ab in den Drill. Aber so gehört sich das doch. Auch hier will natürlich wieder gucken, dass man versucht, den Fisch zu lenken. Wobei ich da schon... Da habe ich schon einen Moment verpasst. Der ist schon ziemlich weit drüben. Ich muss eigentlich jetzt schon laufen. Gucken wir mal, ob ich hier so rumkomme. Und zwar gehen wir mal hier mehr in die Richtung. So, lauf, 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 lauf. Immer noch ziehen, ziehen, ziehen. Aber auch da, wenn wir der Schnur folgen, sehen wir schon, okay, er ist da hinten schon in dem Bereich. Aber vielleicht kriegen... Na? Nee, nee, der hat noch Bock. Den kriegen wir noch nicht. Nochmal einschlagen hier ein bisschen. Jo, dann gehen wir jetzt halt drauf ein. Der Fisch hat Bock. Dann geben wir ihm Gas. Gleich mal gucken, wie das hier aussieht. Ob ich da nochmal rumlaufen muss, gegebenenfalls. Das ist doch bestimmt kein Koori-Fältchen, oder? Wobei, wer weiß, ne? Ich habe halt so ein fettes Koori-Fältchen noch nicht gehabt, ey.
Aber ich denke eher, dass das irgendwie eine. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine Sefo oder sowas, ey. Schön feiste Sefo. Auf dem 6er Haken. Ich kann die Bremse leider nicht höher drehen, ey. Ich würde gerne. Aber es macht halt Riesenschritte, ne? Man sieht das hier, ey. Es macht halt Riesenschritte. Der Fisch steht gerade nur oder liegt. Und ich kurbel quasi. Also er steht da einfach nur rum und bewegt sich nicht. Das war übrigens geil gestern im Stream. Das war richtig geil. Am Windenbach auf gleichen 2,8er Microbraid. Einen fetten Döbel mit 3,3 Kilo. Und der Döbel, die machen das ja gerne mal. Die stehen dann ja einfach nur im Wasser und bewegen sich gar nicht weiter. Und du kurbelst und kurbelst und kurbelst und kriegst ihn einfach nicht ran. Und da ich da über die Brücke laufen konnte, konnte ich ihn im Stehen im Wasser mit dem Kescher einfach... Das war geil, ey. Also der war ja gar nicht rangezogen, sondern er stand da halt nur und hat, hat gegengehalten. Und zack, gekeschert. Richtiger Heck, ey. So, komm ran. Geht allerdings auch nur... Mit der Rute in der Hand, ne? Ich hatte das ja mal vor Jahren, dass ich einen dicken, fetten Marmorkarpfen irgendwie um zwei Kurven an der Achtuba auf Land gezogen habe. Dann die Rute abgestellt, alles auf Spannung gelassen, der lag halt schon auf Land. Mit dem Boot rumgefahren. Und ja, da kam ich ja dann aber partout natürlich nicht dran, ne? Selbst mit der zweiten Route einen Fisch gefangen, um dann den Kescher rauszuholen und dann schon mit dem Kescher versucht, nicht den eigentlichen gefangenen Fisch zu holen, sondern dann doch den fetten Trophy Marmorkarpfen an Land, den fetten Brocken. Hat alles nichts gebracht. Stundenlanges Geraffel. Für nix. Nee, ne? Apropos an Land gezogen. Alter Fisch, mach mich nicht madig, ey. Jetzt hängt er hinter der Insel, oder? So, von der Zeit her würde ich sagen, ist er schon langsam müde. Gut, okay. Er sieht das anders. Er sieht das aber ganz anders, der Fisch. Der war gar nicht an der Insel, der hat einfach noch Bock. Shit, ey. Oh, warte mal, da war schon was zu sehen. Da war die Cam zu sehen, die Posencam. Vielleicht sieht man in der Posencam den Fisch, das wäre cool. Oder? Die zieht halt irgendwann so komisch hinterher. Schön die Spannung aufrechterhalten. Das ist ja witzig. Die Unterwassercam. Wo ist der Fisch gerade und was ist es für ein Fisch? Zieht und zieht und zieht, ist einfach hinten am anderen Ufer, hängt sich da quasi jetzt am Strand quasi so ein bisschen auf. Na, vielleicht sehen wir gleich was. Das wäre ja witzig, ey. Ich muss natürlich echt gucken, dass ich hier die Spannung aufrecht halte, ey. Geht nicht, Alten. Keine Zeit, Alter. Ich bin im Drill. Uff. Das ist aber natürlich auch wieder so ein Ding, ne, Alter. Da bist du hier, wolltest mal eben schön ein paar Fischis rausziehen und dann geht dir da sowas rein. Musst du halt mit rechnen bei so einer dünnen Schnur. Dann geht dir sowas rein und macht jetzt hier einen auf den und versaut quasi den gesamten Ingame-Tag, die Happy Hour und alles. Unnormal, ey. Unnormal. Ich glaube, nächstes Mal gehe ich hier so hin mit 4, 5 Kilo Vorfach. Man sieht da immer so ein bisschen so einen roten Punkt da irgendwie, ganz winzig klein.
so richtig sieht man es nicht. Alter Falter, ey. Ich meine, ich könnte da jetzt rumrennen. Aber dann schwimmt er halt in die andere Richtung. Also, ne, so, da. Dann schwimmt er halt da weg von. Ist halt dann auch nicht so prall. Andererseits könnte ich ihn vielleicht dann doch eher... Ich meine, mehr Schnur eingekurbelt ist halt schon wieder schön, ne? Den jetzt hier 150 Meter quer über den Acker zu ziehen, ey. Sind das 150? Könnte fast sein. Ich habe 270 Meter, habe ich glaube ich auf der Schnur drauf. Ah, noch nicht ganz. So, langsam mal hinlaufen. Jetzt nicht mehr mit Rennen, sondern einfach nur laufen. Und wartet ab, Alter. Gleich zieht er wieder in die andere Richtung und ist weg. Die Frage ist wirklich, wie groß ist der Brocken, ne? Wenn da jetzt wirklich ein echt massiver Brocken drauf ist, dann wird das noch ewig dauern. Auf 2,8 Kilo. Pff. Dann kann das noch richtig lange dauern, ey. So. Panisch zum Alkohol greifen. Das erste, was du in der Hand kriegst, ist eine Pulle Shampoos. Gönn dir. Prost. Erstmal Rinder mit in den Kopf. So, sehen wir denn so langsam was da hinten? Überhaupt noch nicht. Aber ich denke, er wird so langsam müde. Ich hoffe, er wird so langsam müde. Hier ist doch eine schöne Stelle. Hier ist doch eine sehr schöne Stelle, um so einen Brocken zu landen, Alter. Der kann doch hier gerne mal ankommen jetzt. Guck mal, der will doch schon nicht mehr. Ich sehe es doch schon. Verdammt, ich glaube, der will noch, der hat noch richtig Bock, ey. Der schwimmt einfach weg, der hält auch einfach dagegen, ne? Ist aber nichts zu sehen, nichts ansatzweise. So, gehen wir mal wieder so ein bisschen hart rein. Gucken wir mal, ob wir den da jetzt so ein bisschen malträtieren können. Schwierig, 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 schwierig. So, langsam ranziehen. Einfach immer ein bisschen mehr Schnur nehmen. Wie war das mit dem Berg und dem Propheten? Da muss ich halt dahin. Wenn er nicht will. Ich spring auch ins Wasser, Alter. Was zu sehen? Nee, ne? Was natürlich das Schlimmste wäre, ist, wenn das wirklich ein Fisch ist, der einfach rein gewichtstechnisch kaum rauszuziehen ist, auch wenn er schon gleich mit Atemnot auf dem Rücken liegt und quasi das Durchdrehen jetzt die einzige Möglichkeit ist, ihn ranzuziehen.
Also, dass quasi jeder fünfte Klick nur packt. Nein, da schwimmt er sogar noch. Also er bewegt sich tatsächlich noch ein bisschen, aber er ist wirklich, er ist schon madig, der Fisch. Er ist, glaube ich, schon richtig groggy. Und ich glaube, wir ziehen hier so langsam aber sicher ran. Ich hoffe es, ey. Ich hoffe es sehr. Weißt du, so geht das, so geht das. Schön auf Koori-Fällchen und was geht rein? Krass. Da ist die Pose schon zu sehen. Abgefahren. Aber der Fisch steht. Der Fisch steht. Kurz unter der Pose muss er ja sein. Schimmert da schon was durch? Ne. Er steht einfach nur. Der steht einfach nur, schwimmt mal von links nach rechts und denkt sich, oh, was denn jetzt? Pattsituation oder was? Ich will nicht, du willst, unentschieden. Nochmal reingehackt. Ist da was zu sehen? Da ist doch was zu sehen. Da ist doch was zu sehen. Ne fucking... Ne Sefo. Es ist wirklich eine Sefo und sie steht da und sie kommt im... Sie kommt... Alter, ist es eine Sefo? Sind da Punkte dran? Ist es eine Seewahn? Waren da Punkte an der Seite? Ist noch eine Sefo... Alter, was haben wir denn da? Und es kommt im Millimetertakt, ich sag es euch. Kommt das Ding langsam hier angefahren. Millimeterweise. Abgefahren, Alter. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Zap, zarap. Komm ran hier, Alter. Ist das wild? Ist das wild? Schon lange nicht mehr so einen geilen Drill gehabt. Ein viel zu fetten Fisch auf viel zu kleinen Vorfach. Und da kommt er langsam an, will nochmal in die Tiefe stürzen, der Klassiker, Alter, und schafft es natürlich auch noch. Und zieht tatsächlich nochmal weg und jetzt nochmal umgedreht, Jawolski. Komm ran hier, komm ran, komm ran, komm ran. Ist das geil. Kaum Tragfähigkeit hier. Ist das wild. Abballa. Kann ich den Kescher schon? Jetzt kommt der Kescher. Zieh ran, Alter. Alter. 8,5 Kilo fette Sefo auf 2,8 Kilo Vorfach. Puh. Uff, Alten. Ah. Na gut. Ein Koori-Fältchen, eine fette Sefo und eine Handvoll Zwergmarien. Lübt der Lachs. Wenn dir das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, einen Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Angelvideo oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri.